Hey Leute, und willkommen zu einem weiteren Video zu Rocket League. Vor Wochen habe ich mir ja Super Sonic Legend Rumble Gameplay angeguckt. Und heute im Video machen wir nochmal was Ähnliches. Und heute werde ich mir drei Partien aus Drop Shot angucken. Zwei davon sind auf Super Sonic Legend Niveau und eine davon auf Grand Champ 3 Niveau. Und ich muss raten, welche davon Grand Champ 3 ist. Aber ich muss auch mal ganz ehrlich reinwerfen, den Modus spielt halt kaum jemand. Und wenn das Spiel halt kein Gegner auf deinen passenden Rang findet, dann spielst du halt gegen jemanden, der niedrigeren Rang hat. Also ich kann mir vorstellen, dass die Lobbys eigentlich identisch sind. Ich werde trotzdem versuchen zu raten, ihr hoffentlich auch. Und primär geht es ja mal darum, so einen Extra-Modus auf den allerhöchsten Niveau einmal zu sehen. Was übrigens auch auf dem hohen Niveau ist, sind diese Reifen hier. Die sind noch heute im Shop, habe ich mir gestern gekauft. Ich finde die sehen ganz cool aus. Wer die sich holen will, Creator Code BADYPSNT. Und wir sind jetzt übrigens auch bei 315.000 Abonnenten. Mein Ziel sind nach wie vor die 333.333 Abonnenten bis zum Ende des Jahres. Aber gut, fangen wir an. Partie Nummer 1. Wir gucken Ogre zu. Ich bin gespannt, ob man irgendwas erkennt, was einen krassen Unterschied ausmacht von Grand Champ zu Super Smash Legend. Was auf jeden Fall jetzt befriedigend für mich sein wird, ist vernünftige Stellungsspiel zu sehen. Weil, was mich ja immer aufregt, schöner Vlog direkt, auch schon Momentum behalten, was mich ja immer ultra aufregt, wenn ich Dropshot spiele, dass die Leute einfach den Ball hinterher chasen. So, der Ball ist in der Ecke, wer ist auch in der Ecke? Alle Gegner oder alle Teammates. Es sind einfach immer alle auf einen Fleck und ich hoffe, dass ich hier ein bisschen geordnetere Angriffe sehe, schön geblockt. Es wird auf jeden Fall viel, viel früher engaged, um gegnerischen Angriff zu blocken, viel, viel früher. Ja, früh gestört. Aber es ist jetzt noch nicht, also wir sind natürlich erstmal 50 Sekunden drin, aber ich hätte gedacht, Bumps, also Gegner RAM, wird häufiger eingesetzt. Es wird aber auch sehr viel predicted, wo der Ball als nächstes hingeht. Schon Konterteam Blau, bis jetzt flawless. Verlängert. Das war ein Pass, aber die Teammates wollten ihn nicht mitnehmen. Das kann Indikator dafür sein, dass es vielleicht Grand Champ ist. Müssen wir gleich mal gucken. Weil wenn ein Pass gespielt wird und der ignoriert wird, schwierig. Aber Team Blau an sich ist gerade so solide. Es fällt mir schwer, da zu sagen, dass es nicht das höchste Niveau ist. Weil es war wirklich, die haben nicht ein Feld verloren. Lässt ein Team mitgehen. Absprache. Da war jetzt ein bisschen Glück. Ich würde auch gerne gucken, ob die schon Mates sind. Also ob die schon vorher ein Team waren. Aber dann sehe ich halt auch, ob die einen Super Sonic Legend Rang haben. Beziehungsweise einen Titel haben, ob die einen Super Sonic Legend Turnier gewonnen haben. Und das wäre ja vielleicht ein Indikator. Oder wenn die Super Sonic Legend vorher waren, dann haben die ja auch einen extra Titel gekriegt. Du kriegst ja einen extra Titel für jeden extra Modus. Ich dachte immer, bei Dropshot musst du zum imaginären hinteren Pfosten rotieren mit dem Ball. Aber er rotiert doch schon mehr mit dem Ball. Also er sucht häufig einfach den schnellsten Weg zum Ball, als sich wirklich komplett defensiv zu positionieren. Guck mal da, er geht hinterher. Und steht dann quasi unter dem Ball. Ich hätte jetzt aber gedacht, er hätte eher nach hinten rotieren müssen und der andere Teammate geht mehr nach vorne. Jetzt ist er hinter Stimmern. Ist dann zur Störung ausgewichen. Ein bisschen zu weit vorne. Das war ein Stellungsfehler. War jetzt nicht perfekt gespielt. Fast overcommitted. Wir müssen ja auch überlegen, das ist unsere Basis. Erste Game ist immer die Basis. Und anhand vom ersten Game können wir dann Spiel 2 und 3 einordnen. Ich würde aber erstmal sagen... Oh, Ballkamera sehr lang aus. Ich würde erstmal sagen, das sieht jetzt nicht so krass anders aus, wie sonst Dropshot, wo ich spiele. Nur halt einfach auf einem höheren Niveau, logischerweise. Aber es sind jetzt nicht irgendwelche neuen Mechaniken dazugekommen, wo ich sage, oh, guck mal hier, das kann ich in mein Spiel integrieren. 1-1, okay. Ja, gut, und die hohen Bälle wären natürlich besser gelesen, aber das erwartet man doch auch vom höchsten oder zweithöchsten Niveau. Stand ja jetzt meiner Meinung nach ein bisschen zu weit vorne, aber hat den Ball anscheinend perfekt gekriegt, also habe ich keine Ahnung. Schön mitgenommen. Holt sich einen Flip. Hat er nicht, hat einen Flip kurz nicht abgeholt, okay. Oh. Okay, kann ich jetzt nochmal gucken? Kann ich nochmal sehen? Das wäre actually nice. Gut von der Wand mitgenommen. Er hatte noch einen Flip. Double Touch. Boden kaputt rein. Das war schon nice. Es sah nicht so aus, als ob er noch einen Flip sich abgeholt hat, ehrlich gesagt. Aber er hatte noch einen Flip, Ball Boden berührt, Boden aufgemacht und dann selber gefinisht. Das. Ich gehe mal davon aus, dass das höchste Niveau ist. Okay. Das ist Spiel Nummer 1. Spiel Nummer 2. Da haben wir schon eine Zerstörung. Er hat sich noch einen Flip abgeholt. Und gedankt. Okay. Boden schon mal weg. Ja, overcommitted. Im Grunde zu wild. Ganz ehrlich, ich bin der Meinung, das ist ein niedrigeres Niveau. Ich habe jetzt schon quasi 1,5 Whiffs gesehen, da jetzt ein Overcommit, den es vorher so in der Form nicht gegeben hätte. Und ein sehr leichtes Tor.
Das wäre vor ihm schon besser verteidigt. Also, Partie davor, höheres Niveau. Weil es kann sein, dass das Team eben halt ein Spieler dabei hatte, der halt richtig gut war, halt einfach ein Profi oder sowas. Und der Sprung vom Profi zu Super Sonic Legends ist ja auch nochmal ein riesiger Unterschied. Ich meine damit übrigens nicht einen Dropshot-Profi. Sowas existiert nicht. Also es kann sein, dass es Profis gibt hier für den Modus, dass es irgendwo kleine Turniere gibt, aber es gibt halt keine großen Turniere mit einem großen Preisgeld, so. Vielleicht gibt es mal irgendwo ein 50-Euro-Turnier. So, okay. Ich würde auch sagen, hier wird schlechter mit dem Boost umgegangen, weil es ist ja auch ein Indikator für Skill. Der Spieler hier ist häufiger fast bei 0 Boost. Partie Nummer 1, der Dude, der hatte eigentlich immer Boost. Der war immer handlungsbereit. Das haben wir hier nicht. Schlechtes Schnellspiel. Ja, oder? Also, ich würde sagen, objektiv kann man die Partie schon als spielerisch schlechter einordnen. Okay, hoher Ball. Schöner Touch eigentlich. Nicht ganz perfekt. Er ist oben. Ne, er hat niemanden gefaked. Er hat niemanden gefaked. Oder doch? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es war einfach... Es wirkt hier halt mehr nach Zufall. Hatte den so easy. Aber durch die Rolle bringt er sich selber komplett out of position. Und das sehe ich nicht, dass das ein Super Sonic Legend Move ist, ehrlich gesagt. Habe ich vorher nicht gesehen im Game. Und Game Nummer 1 ist ja meine Basis. Spiel 3 ist jetzt entscheidend. Okay, Spiel Nummer 3. Ball wird kontrolliert. Ist er offensiv jetzt? Ball wird nochmal geblockt. Also er wurde im Grunde gewifft. Also was heißt gewifft? Der wollte ihn, glaube ich, safe eher offensiv hitten. Hat es nicht ganz hingekriegt. Nochmal ein Touch. Es wirkt meiner Meinung nach schneller als Partie Nummer 2. Also Partie Nummer 2 ist jetzt mein großer Favorit für die Grandstand-Partie. War das ein absichtlicher Fake? Ist auch so komisch nah dran bei der Kamera. Ne, der hat keinen Boost. War nicht absichtlich, okay. Bis jetzt auch relativ... Okay, bis eben war es recht flawless von Team Orange. Blockt, auch da gut Stellungsspiel. Ja, das Stellungsspiel und der Druck, der ausgeübt wird, ist einfach besser als Partie Nummer 2. Partie Nummer 2 war so viel gefühlt zufällig, was passiert ist. Und hier wirkt das so viel kontrollierter. Guck mal da. Guckt euch mal dieses Tor an. Diese Passstaffette. Das haben wir vorher nicht einmal gesehen im Game. Also, für mich, ehrlich gesagt, völlig klar, dass Partie Nummer 2 die Grandstand-Partie ist. Boden weg. Pass. Pass. Dank. Drin. Sau gut gespielt. Und ich denke, je kleiner der Glücks- und Zufallsfaktor ist, desto mehr kann man auch wirklich nach Skill gehen. Ich denke, es sind die zwei wichtigen Faktoren. Also zum einen der Boost, guck mal hier, der verschwendet den Boost nicht. Der hat auch wieder die meiste Zeit viel Boost. Wichtiger Faktor. Teamwork, wie intensiv gepresst wird, so. Das sind wichtige Faktoren. Aber ich denke, gerade das Boost-Management ist der wichtigste Faktor. Und hier nach wie vor, er ist jetzt kurz auf 0. Mal sehen, ob er bei 0 bleibt, ob er sich wieder hocharbeitet vom Boost. Ja, er ist wieder bei 40 Boost, 50 Boost. Der vorher, den ich zugeguckt habe, der war ja dauernd bei 0 bis 30. Also, nach allen rationalen Parametern ist Partie Nummer 2 schlechter. Pressing besser, Boost-Management besser und die Gegner haben sogar aufgegeben. Ja, oder? Wonach soll ich denn sonst gehen? Ich denke, Boost-Management ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor. Die Grandstand 3-Partie ist von... Sarak. Wait, das ist Partie Nummer 3 gewesen. Partie Nummer 3 war die Grand Champ Partie? Die haben alle Super Sonic Legend Titel. Das ist jetzt Partie Nummer 2. Partie Nummer 2 war auch Super Sonic Legend? Ich fand das sau interessant, Dropshot mal auf einem richtig hohen Niveau zu sehen. Aber diese Extra-Spielmodi sind wirklich schwer zur Einordnung, da festzustellen, was besser ist. Weil meiner Meinung nach habe ich gut argumentiert, aber ich lag trotzdem falsch. Aber gut, so ist es manchmal im Leben. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Entweder den Basketball-Modus oder den Schneemodus. Dann gucke ich mir das nächste Woche nochmal an. Und dann würde ich aber sagen, sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr neu seid, lasst doch mal ein Abo da. Bis dahin, Leute. Und ciao.